So, es geht weiter mit einer, wie ich finde, sehr effektiven Sprungkraftübung. Und zwar sucht ihr euch einen hohen Gegenstand, auf dem ihr es gerade so schafft zu springen. Diese sollte jedoch auch nicht zu hoch sein, da ihr euch sonst verletzen könnt. Gut wäre es, wenn ihr zwischen 5 und 10 Stück schafft. Bei den Liegestütz ist nun richtige Schnellkraft gefordert. Stoßt euch richtig weit ab und klatscht mit den Armen einmal vorne, dann hinten und dann wieder vorne. Um euch die Sache ein klein weniger einfach zu machen, könnt ihr die Hüfte leicht beugen. So, die Klappmesser aus dem letzten Video verbinden wir nun mit dem Schiffchen und einer Drehung. Achtet darauf, dass ihr beim Schiffchen und der Drehung den Rücken komplett an den Boden drückt. Wichtig ist hier auch, dass ihr die Spannung haltet. Wir erweitern auch den breitarmigen Klimmzug von letzter Woche. Und zwar mit Kreisen der Arme. Wir gehen rechts hoch und links runter. Und das gleiche könnt ihr auch in die andere Richtung machen. Schaut auch hier, dass ihr mit den Augen über die Stange kommt. Den Handstand machen wir dieses Mal mit einer halben Drehung. Das ist wohl eher eine Übung fürs Gleichgewicht, aber auch für die Kraft, da ihr relativ lange im Handstand stehen müsst. Wenn ihr genau wissen wollt, wie der Handstand mit halber Drehung funktioniert, beziehungsweise wie ihr ihn lernen könnt, dazu habe ich auch schon ein Tutorial gemacht. Bei den Ringen machen wir jetzt was für den Rücken, und zwar die Hangwaage rücklings, jedoch zur Vereinfachung mit angewinkelten Beinen. Wichtig ist, dass ihr nur die Beine anwinkelt und die Hüfte gestreckt lässt. Geht anfangs nur ein kleines Stück runter und steigert euch dann mit der Zeit. Ringe, Minibahn und so weiter habe ich euch wieder als Affiliate-Link unten verlinkt. Ich hoffe, es waren wieder ein paar neue Übungen für euch dabei. Wir sehen uns Sonntag wieder. Haut rein, bis dahin. Ciao.